Moin, du möchtest wissen, wie man Hautmakel, sogenannte Hautunreinheiten, entfernt? Bleib dran, ich zeig's dir. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein Hautbild verbessern kann. Ich zeige dir jetzt meinen Workflow. Ich sage jetzt nicht, dass es Nonplusultra ist. Ich sage jetzt einfach nur, zeige dir, wie ich arbeite. Das ist der erste Schritt. Wenn ich jetzt ein Business-Shooting hatte und die Person einen schlechten Tag hat, keine Ahnung, hat einen Pickel, Mann, Rasurbrand oder was auch immer, rote Flecken, da kann man natürlich viel machen, das kann man komplett entfernen. Ich zeige dir jetzt, wie gesagt, den ersten Schritt, Hautrötung, Pickel und sonstiges zu entfernen, und die weiteren Schritte zeige ich dir dann in einem weiteren Video. Aber legen wir erstmal los. Ich habe dafür ein Bild gewählt, was schon ein bisschen älter, aber ich habe geschaut, wo man ein bisschen was zu tun hat, wo man ein bisschen was zeigen kann. Zunächst legt man eine Ebene an, mit der man arbeitet. Ich bin Windows-Nutzer, ist dann String J. Dann hat man eine Kopie angelegt, die man hier sieht. Das kann man sich wie so ein Kartenspiel vorstellen. Also ist die Hauptkarte, dann legt man eine Karte drüber, und möchte man sehen, was da drunter ist, muss man die Karte entweder ausblenden oder man kann sie maskieren, so dass man dann eben halt hier durchgucken kann, was da drunter liegt. Aber das kann ich dann auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Jetzt erstmal eine Arbeitsebene, kannst du auch Arbeitsebene nennen oder kannst du auch so benennen, erster Step Hautretusche, wie du dein Workflow, wie du dann eben halt am besten arbeiten kannst und weißt eben halt, okay, da habe ich das gemacht. Also, ich kann auch mal zeigen, noch sieht man hier ja in dem Sinne nichts. Und lege mal los, und welches Werkzeug ich nutze. Scroll mal ein bisschen rein, also ich zoome mal rein, das macht man mit String Plus, zoomt man rein. Dann kann man den Bereich zurechtschieben, wo man ihn haben möchte. Space-Taste, linke Maustaste gedrückt halten, und dann kann man ihn so hinschieben, dass man damit gut arbeiten kann und das Ganze dann gut sieht. Ich habe jetzt hier gewählt das Ausbessern-Werkzeug, nehme jetzt den Bereich auf, den ich ausbessern möchte. Linke Maustaste gedrückt halten, dann hat man den Bereich markiert und zieht ihn dann dahin, den man hier reinsetzen möchte. Ne? Sieht man schon, was da passiert ist. Kann dann auch immer gleich mal zeigen mit dem einen Ausblenden, was genau ich jetzt gemacht habe, damit man das besser sieht. Ich werde auch gleich mal ein bisschen vorspulen, damit du nicht wirklich jetzt gelangweilt bist, wie hier jeden einzelnen Punkt ausbesser. Genau, ich kann ja hier aber schon mal kurz bei der Lippe zeigen, was ich gemacht habe. Sieht man schon ganz gut. Tja, und jetzt spule ich einfach ein bisschen vor. So, ja, jetzt bin ich vorerst durch. Also der erste Step, den ich immer durchführe, wenn ich eine Gesichtsretusche mache, die einzelnen Bereiche mir anzusehen, das Hautbild und hier und dort dann was zu verändern. Wie ich schon sagte, bezüglich Karte, Kartenstapel, jetzt blende ich einfach, nehme ich die obere Karte ab. Geht man hier auf die
Ebene und kann sich die ein- und ausblenden. Ich glaube, man sieht es sehr gut, was ich gemacht habe. Man kann natürlich immer noch mal hier über die einzelnen Bereiche noch mal rübergehen, bis es dann einem gefällt. Es gibt da kein richtig oder falsch. Ja, okay, falsch gibt es schon ein bisschen, wenn man das Ganze überzieht. Und ja, es, wie gesagt, es kommt ja auch immer darauf an, ist das jetzt eine Beauty-Retusche? Dann nimmt man nachher sich wirklich jede einzelne Pore vor. Hier kann man nachher auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist aber dann im nächsten Video, sprich Frequenztrennung, das Glänzen noch zu entfernen, dann abzupudern und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Makel zu entfernen, ist das die beste Option, finde ich. Also für meinen Workflow das Ausbessern-Werkzeug. Und ihr habt vielleicht ab und an mal im Schnelldurchlauf gesehen, ich habe das Werkzeug gewechselt, bin auf Entfernen-Werkzeug gegangen. Finde ich auch sehr gut. Arbeite ich auch sehr häufig mit. Auch vor allen Dingen im Bereich, wo das schwierig ist. Zum Beispiel, man hat jetzt geblitzt und es ist doch irgendwie in der Brille ein leichter Rand zu sehen. Dann kann man das sehr gut mit dem Entfernen-Werkzeug, ja, wie der Name schon sagt, entfernen. Auch hier im Außenbereich, wenn man hier Haare hat, die man sagt, okay, oh, die hätte ich gerne wegruschiert, komplett glatt anliegend, bin ich jetzt kein Fan von. Auch wie gesagt, eine Geschmacksfrage. Wenn du jetzt sagst, okay, das hätte ich gerne glatt. Aber jetzt zunächst einmal, wie man einzelnes Haar entfernt. Einfach hier auf das Entfernwerkzeug gehen. Die Größe habt ihr ja vielleicht, hast du vielleicht auch mal gesehen. Einmal String, Alt, rechte Maustaste gedrückt halten, dann kann man sich die Pinselgröße so aufziehen, wie man haben möchte. Geht dann hier einmal rüber, sieht man ja schön farblich markiert. Lässt los, also linke Maustaste gedrückt halten, einmal rüberfahren, loslassen, fertig. Genau. Gibt ein paar Bereiche, die können mal mitunter ein bisschen schwierig sein. Zum Beispiel hier fängt man an, das gerade so ein bisschen zu sehen. So ein leichter Schatten, den man da so sieht. Und kann man versuchen, ja, zieht er sogar das Haar länger. Kann man mit einem Kopierstempel dann eben sich langsam ranwagen und den Bereich, also auch schauen mit der Deckkraft, dass man da 100% hat und auch einen Bereich wählt, da zeige ich aber auch gleich nochmal was, was ich damit meine, auswählt, der Helligkeit hier und Farbe mit übereinstimmt. Weil wenn man zum Beispiel jetzt extrem, ich möchte jetzt hier noch weiter die Haare wegnehmen und nehme, und da ist ja auch wie mit dem Ausbessern-Werkzeug, ich zeige dann gleich nochmal was zu, hier den Helligkeitsbereich und gehe hier rüber. Ja, siehst du, was da passiert? Das sieht man und ja, absolut unschön. Also wie gesagt, String Z kann man das wieder zurücknehmen, wenn man damit unzufrieden ist und dann einfach einen Bereich wählen hier in der Umgebung und dann einmal rübermalen. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie Schmierfleck auf dem Monitor da vorne. Ja, muss ich mal wegmachen, denke ich, ja. Da habe ich irgendwie falsch gepinselt, aber dabei ist das noch so ein Punkt auf dem Monitor. Ja, wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Also so finde ich in Ordnung, aber jetzt komplett glatt. Ich kann ja auch mal zeigen, was ich meine. Zack. Also so würde ich das nicht machen. Das natürlich könnte man das noch ein bisschen sauberer die Kurve ziehen und so weiter, aber das finde ich schon zu extremst. Also würde ich nicht machen. Vereinzelt ein paar Haare ja, aber so komplett glatt bügeln, nein. Das kann mal raus, und wie das aussieht. Geschmacksfrage? Ich weiß nicht. Okay, lassen wir das erstmal so. Was ich aber noch zeigen wollte, ist mit dem Ausbessern-Werkzeug. Man muss immer, ich sagte ja auch hier unten schon bei der Lippe, einen Bereich auswählen, der mit dem Bereich übereinstimmt, den man ausbessern möchte. Zum Beispiel hier hat man etwas, sieht man die Poren etwas stärker, hier nicht so stark. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier noch Bereich, keine Ahnung, diesen Bereich, den könnte man nachher auch mit Frequenztrennung machen, da ist ein leichter Schatten drin. Ich mache es aber mal ein bisschen grobflächiger, um zu zeigen, was ich meine. Und jetzt die Stelle möchte man ausbessern, würde ja hier irgendwo rüberziehen. Ich würde es auch nicht dann so groß machen, keine Ahnung, so ja meistens, dann zieht man hier rüber, okay, ausgebessert. So, aber mal, wenn man einen falschen Bereich wählt, der jetzt nicht mit dem übereinstimmt, zum Beispiel jetzt hier rüberzieht, dann siehst du ganz gut, was passiert, dass ja
sieht absolut für die Tonne aus. Und das ist, das meine ich damit, immer ein Hautbild zu wählen, das mit dem hier übereinstimmt. Oder besser gesagt, in dem Fall hier mit dem Bereich. Ne? Mit Trimer String Z kann man das Ganze wieder zurücknehmen. Genau das gleiche für diesen Bereich hier. Kann ich auch ein bisschen Grobfläche hier auswählen und sage, okay, ich nehme jetzt hier das Porenbild und gehe jetzt hier rauf. Dann habe ich hier, sieht man auch gleich, keine Poren mehr. Und ja, sehr unschön. Ja, das sind so die beiden Werkzeuge, die ich sehr häufig nutze. Sprich das Ausbessern-Werkzeug und das Entfernen-Werkzeug und im Außenbereich Haare und so weiter, wenn ich da irgendwo mal an die Grenzen stoße, weil das der Schatten irgendwie mit einem Werkzeug, ich glaube, kann man hier mal einmal mit gucken. Ja, sieht man sehr gut, also was hier gerade passiert ist. Dass, wenn man zu nah an einem dunklen Bereich ist, dass es eben halt einen Schatten eben halt reinzieht, ne? Wenn man mit dem Ausbessern-Werkzeug arbeitet. Und mit dem Entfernen kann das auch durchaus mal passieren, wenn man zu nah eben halt an einem anderen Bereich dran ist, dann bekommt man auch so einen Schatteneffekt. Jetzt mal nicht, also ein bisschen, ne? Ja, doch, hier sieht man den Schatten. Also ich sehe ihn, ich weiß nicht, ob du ihn siehst, bisschen rauszoomen. Mal mit einem Ausblenden sieht man hier so einen leichten Schatten und da kann man dann wieder ganz gut mit dem Kopieren-Werkzeug arbeiten. Aber in dem Falle würde ich einen weichen Pinsel nehmen und einen weichen Pinsel deswegen, weil man eventuell doch den Rand drumherum sehen könnte, dann auch wieder so groß ziehen, wie man ihn haben muss. Und jetzt gegebenenfalls, man hat hier gearbeitet und möchte diese Stelle noch mal ein bisschen ausbessern, kann man hier noch einmal rübergehen. Wie gesagt, auch, dass man da die gleiche Helligkeit hat. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus als hier oben. Ne? So, das war jetzt der erste Step, wobei sich darüber ja auch streiten lässt, was ist jetzt der erste Step? Der erste Step ist natürlich die Auswahl des Bildes, sei es jetzt vom Kunden oder du hast das Bild fertig, bist dann im Kamera-RAW-Modus und stellst die Farbe ein, Kontraste und so weiter, so dass das Bild dir gefällt. Öffnet es dann im Photoshop, bist jetzt hier in diesem Bereich. Der nächste Step wäre der, du hast hier unten dein Hauptbild, dein Hintergrundbild, erstellst eine Ebene, String J, die Arbeitsebene, auf der du diese Arbeiten, die ich gerade gezeigt habe, durchführst. Ne? Natürlich genau das gleiche hier haben wir mit dem Gesicht. Genau das, die Steps, die man im Gesicht durchgeführt hat, keine Ahnung, man hat auf der Kleidung, kann ich vielleicht separat auch nochmal zeigen, haben wir jetzt hier nichts. Vielleicht noch ein paar Fusseln oder so. Die lassen sich sehr, sehr gut mit dem Entfernwerkzeug wegmachen. Gerade wenn man hier schwierige Bereiche hat, da wird man gerade so Strukturen oder Kariertes oder so, da wird man mit dem Ausbessern-Werkzeug nicht. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Entfernen-Werkzeug gemacht. Und bezüglich Retusche, Entfernen, Makel und so weiter am Hals, wie gesagt, es gibt kein richtig und falsch. Musst du eben halt selbst entscheiden, was so, wie viel du eben halt noch machen möchtest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt habe. Auf jeden Fall nachher auch immer mal kurz vom Rechner weggehen. Man überzieht es nachher ganz gerne. Man ist da so im Workflow drin und hier und da und zoomt nochmal rein und macht und tut. Und dann fällt einem das gar nicht so auf, dass man das so dermaßen überzogen hat, die Retusche. Und wenn man mal kurz vom Rechner weggeht, irgendwas anderes macht, keine Ahnung, kurz einen Kaffee trinken oder so und setzt sich danach nochmal wieder ran und nimmst dann wieder die Ebene, blendest die ein und aus. Und dann siehst du auf einmal so, oh, da habe ich es dann doch ein bisschen übertrieben. Aber das ist ja eben halt das Gute. Man kann dann Schritte wieder zurückgehen oder fängt nochmal komplett von vorne an. Wie auch immer, das musst du für dich selbst entscheiden. Und man sieht es ja eben halt, man hat ja dann immer noch die Hauptebene, sprich das Bild, mit dem man angefangen hat. Das finde ich eben halt das sehr Schöne in Photoshop, wenn man mit Ebenen arbeitet. Natürlich für die anderen weiteren Schritte legt man noch weitere Ebenen an. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, dieser eine Schritt oder so war zu viel, zu wenig, kann man die einzelnen eben noch separat anpassen. Das finde ich das Tolle an Photoshop. Ja, ich hatte hier noch ein weiteres Bild geöffnet, wo ich dann auch schon mal, aber fast die gleichen Sachen. Hier sind noch diese anderen Sachen drin, die ich im nächsten Video zeigen werde, bezüglich der Frequenztrennung und Dodge and Burn und so weiter.
Sehe aber gerade den Fussel hier, habe ich dann in der Bearbeitung noch nicht rausgenommen. Aber ansonsten ist es gleich, was ich gerade auch bei dem Bild hier gezeigt habe. Na, mal kurz, was das Gesicht zumindest anbelangt hier oben. Das habe ich ja jetzt einfach so gelassen. Was das Hautbild anbelangt. Und hier und so weiter. Einen Schatten kann man nochmal mit Frequenztrennung, Dodge and Burn und so weiter ein bisschen anpassen. Dann hier das Glänzen mit Abpudern entfernen. Das gleiche auch hier unten im Halsbereich und so weiter und so fort. Kann man vieles machen. Ne? Ja, das war's mit dem ersten Step. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Wenn da jetzt irgendwie was mit bei war, was du jetzt noch nicht ganz verstanden hast oder zu schnell war oder dir irgendwo was gefehlt hat, dann schreib's gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, dass du dir das Video angesehen hast. Freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage ciao, bis zum nächsten Mal.